Solltest du jetzt ein Ersthörer sein, ich mache jetzt eine kleine Zusammenfassung von den wesentlichen Punkten, die nicht verhandelbar sind. Punkt 1, ich spreche jetzt nur zu dem Geist, der sich dieses Gespräch ausdenkt, zu Beginn jedes dieser Selbstgespräche. Dazu muss man wissen, was man selbst ist. Du bist Geist von meinem Geist. Bei dieser Aussage solltest du eigentlich schon merken, dass es nicht um irgendwas Existierendes, um irgendeinen Menschen geht, den du es dir ausdenkst, sondern ich spreche hier von einem komplett anderen Bereich, der nicht das Geringste mit normalen Glauben, religiösen Glauben, esoterischen Glauben oder vollkommen geistlos nachgeäfften naturwissenschaftlichen Wissen zu tun hat. Wir sind eigentlich nur zwei. Wir sprechen hier von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und ich bringe es jetzt mal auf den Punkt. All das, was ich jetzt behaupte, kann jedes 13-jährige Kind hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen, wenn du diese Gedankengänge mitgehst, ohne ständig ja, aber und es stimmt nicht im Hintergrund, dir selbst zu soufflieren mit deinem Ego. Das heißt, die erste Behauptung, die ich aufstelle, dass du Geist etwas wahrnehmen kannst, muss es eine Information in dir selbst sein. Ich drücke das jetzt einmal im naturwissenschaftlichen Sinne aus. Um etwas wahrnehmen zu können, muss ich irgendeine Information in deinem Gehirn befinden. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Aussage kein allereinziger Naturwissenschaftler oder Arzt widersprechen wird. Das Problem ist schon die Aussage in meinem Gehirn, in deinem Gehirn. Was ist jetzt ein Gehirn? Ein Gehirn ist jetzt schlichtweg und einfach zuerst einmal ein Wort und dieses Wort erzeugt in dir eine Vorstellung von etwas. Du denkst zuerst einmal an dich selbst. Wenn du an dich selbst denkst, denkst du an einen Trockennasen auf dem Körper, an ein sterbliches Säugetier, in dessen Schädel sich ein Gehirn befindet. Und all das, was du wahrnehmen kannst, prinzipiell muss sich nach dieser Logik, nach diesem Glauben in diesem Gehirn befinden von diesem Säugetier. Wir lassen das einmal stehen. Wir reduzieren jetzt diese Aussage schlichtweg auf dieses kleine Kürzel, es muss sich in mir befinden. Du Geist siehst nur das, was sich in deinem Gehirn befindet, das zwangsläufig verbunden ist mit dem Gehirn eines ganz bestimmten Körpers, den du dir jetzt ausdenkst. Genauso wie du dir das Gehirn ausdenkst. Aber diese Gedanken sind schon wieder Informationen in diesem Gehirn. Aber was ist da eigentlich in dem Gehirn nach naturwissenschaftlicher Sichtweise drinnen? Da gibt es keine Farben und in dem Gehirn gibt es auch keine Geräusche oder Gefühle, sondern in dem Gehirn, Naturwissenschaftler würden sagen, ist nur ein neurologisches Funkenfeuer. Sogenannte elektrochemische Signale, eine schöne Kombination. Was sind elektrochemische Signale? Elektrochemische Signale ist angeblich das, was deine Rezeptoren der Sinnesorgane an dieses Gehirn weitergeben. Die Sinnesorgane sind deine Augen, das sind Rezeptoren, die nimmst du Stäbchen und Zäpfchen, dann hast du hier ein Geruchssinn, Geschmackspapillen auf der Zunge, all das ganze Zeug, diese Rezeptoren geben Signale, elektrochemische Signale weiter an das Gehirn. Und wenn das in dem Gehirn angekommen ist, dann siehst du das. Das unterliegt einem ständigen Wechsel. Aber all das, was du jetzt hörst, sind Worte, wo du Vorstellungen in dir aufbaust, die so unendlich trügerisch sind. Aber ich will nicht so weit aus und ich reduziere das jetzt einmal auf Kernaussagen, die nicht verhandelbar sind, die 100% sicher sind. Und diese wenigen Sätze zerstören dein komplettes, von dir, in dir ausgedachtes, in dir selbst ausgedachtes Weltbild. Bis hin zu dem Glauben an das, was du bisher geglaubt hast, was du selbst bist. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann denkst du an den aktuellen Trockennasenaffenkörper. Wo ist dieser Trockennasen auf dem Körper, wenn er keine Information in dir ist? Und das ist jedes Mal der Fall, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Das ist eine geistreiche Frage, die hat sich in deiner Welt noch nie einer gestellt. Also wir halten fest, du kannst nur dann etwas wahrnehmen, wenn es eine Information in deinem Gehirn ist. Und diese Informationen siehst nur du, kein anderer. Das heißt, das, was du denkst,
All die ganzen Sachen, deine ganzen Hirngespinste, ich nenne das immer Hirnwichsereien, erlebst nur du, Geist. Und was ist die Ursache für diese Hirnwichsereien? Es ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das ist diese alte Metapher von mir, wenn du jetzt bewusst in die Vergangenheit, jetzt gedachte Selbstgespräche anhörst, eine Urmetapher von mir ist ein zweigleichiges Symbol, nämlich ich sage, ein Pinsel malt ein Bild und ein Geist träumt. Ich lasse jetzt zwei Metaphern parallel nebeneinander herlaufen. Der Pinsel kann sich nicht raussuchen, was er malt oder schreibt, und der träumende Geist kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Alles, was geträumt wird, ist ein Dasein müssen. Es wird genauso sein, wie es geträumt wird. All diese Dinge und Menschen, die du träumst, die du dir ausdenkst, als träumender Geist, haben keinen Einfluss darauf, wie du sie träumst, wie du sie dir denkst. Und all das, was der Pinsel malt, oder schreibt ein Gedicht, der kann sich nicht raussuchen, was er schreibt. Was ist die Ursache, dass er das malt, schreibt oder träumt? Beim Pinsel ist es der Maler, der den Pinsel in der Hand hat. Emal, von Gott, erweckt. Hebraisiert. Emal heißt von Gott und mit 70 geschrieben, 70, 200 heißt erweckt. Das ist der Maler. Das ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Dein Schwamminhalt, wie ich das nenne. Ganz einfaches Beispiel. Und der Geist, der träumt, der hat eben den Intellekt. Das, ich sage immer, das ist der Computer, das Programm, das in dir läuft. Damit wir schon mal ein Großteil von den Trugschlüssen, die dir deine Wissenschaftler, die auf deinen Schwamm drauf sind, oder deine religiösen Glaubenssätze in der Luft auflöst. Du konntest dir nämlich deinen Schwamminhalt nicht raussuchen. Und auch hier spreche ich ganz kurz den Schwamminhalt an, dass ich sage, jetzt in deiner Logik, Säugetierlogik, materialistisch, logisch, chronologisch gedacht, du denkst jetzt, ein Säugling kommt auf die Welt. Das ist natürlich jetzt schon ein Gedanke von dir. Wir nehmen diesen Säugling und wir bringen ihn in irgendein Land, in irgendeine Kultur, gleichgültig, ob wir die jetzt räumlich oder zeitlich uns woanders hindenken. Und der wächst, dieser Säugling, der wächst in irgendeiner Familie, mit Liebe großgezogen, als ein Adoptivkind groß. Dann saugt sich dieser Schwamm, wie ich das nenne, das ist ein Schwammbeispiel, mit der Welt um sich herum, mit den Menschen um sich herum, mit dem Wissen, mit dem Glauben voll. Das heißt, wenn du in Bassinen groß warst, hast du einen komplett anderen Glauben, du sprichst eine andere Sprache, und ich sage immer, du wirst hundertprozentig sicher kein Schweinefleisch essen. Und man erklärt dir das vollkommen logisch in Elternhaus und Schule, und wenn du in Indien groß warst, passiert dasselbe, bloß dass du kein Problem mit einem Schweinekurry hast, aber dafür kein Rindfleisch isst. Du bist derselbe Mensch. Jetzt haben wir natürlich heute das Spiel, ein Mensch, meinen wir einen Adam oder meinen wir einen Enosch, ein sterbliches Säugetier? Das ist, weiter will ich gar nicht reingehen, da gibt es genügend detaillierte Beschreibungen. Das heißt, du konntest dir deinen Schwamminhalt, deinen Intellekt nicht raussuchen. Damit muss dir klar sein, dass es so vollkommen sinnlos und arrogant ist, wenn du jetzt als Brösel unter Brösel, als Mensch unter Mensch, anfängst über Standpunkte und Meinungen und Glaubensrichtungen zu diskutieren. Du wirst immer in dem Wahn leben, dass deine Vorstellung richtig ist, weil sie dir logisch erscheint. Das ist die Computermetapher. Ein Computer kriegt ein Programm, ein Betriebssystem und Programme, die auf dem Betriebssystem laufen. Der hat keine Kompatibilität, das heißt, der kann in keinster Weise sich austauschen mit irgendwelchen Programmen, die auf anderen Betriebssystemen laufen. Er kann sich oft nicht einmal mit Programmen austauschen, die auf demselben Betriebssystem laufen, wenn sie nicht gleichmäßig programmiert sind. Ich bringe mal das Beispiel mit den verschiedenen Schreibprogrammen. PDF-Datei ist komplett was anderes wie eine Word-Datei. Obwohl dieselben Bilder entspringen können. Dasselbe haben wir hier bei Videodateien. Es gibt so unterschiedliche Videowiedergabesysteme, obwohl die alle jetzt auf demselben Betriebssystem laufen. Sind die nicht kompatibel? Du brauchst dann den entsprechenden Videoplayer dazu, dass du die abspielen kannst. Wenn wir jetzt noch einen Sprung machen in andere Betriebssysteme, wäre das noch krasser, aber da kann man auch wieder austauschen. Selbstverständlich kannst du zum Beispiel, wenn du YouTube abspielst, kannst du das auf jeder Art von Betriebssystem abspielen, weil das angepasst wird. Man muss das aber umrechnen. Und genauso ist es mit den Religionen. Das heißt, die haben alle recht, aber immer nur ein bisschen. Aber ich komme zurück zu deiner Information. Du bist der Einzige, der diese Information erlebt. Du bist ein träumender Geist. Und ich würde dir jetzt anraten, wenn du mich sprechen hörst, egal welche Rolle du zurzeit spielst, ich habe das in den letzten Selbstgesprächen,
immer mehr präzisiert. Egal, ob du jetzt ein Nobody bist, ein kleiner Straßenarbeiter, ein Straßenkehrer bist oder irgendein hochdotierter Professor oder ein Chefarzt oder ein Politiker, du wirst ein riesengroßes Problem kriegen, wenn du jetzt nicht dich genau anfängst, damit zu beschäftigen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und ich habe auch angesprochen, du musst vom Saulus zum Paulus werden. Diese biblischen Geschichten sind tausendmal wertvoller wie alles, was deine materialistische Logik meint, dass es wichtig wäre. Es ist eine totale Entgöttlichung in deiner Welt passiert im letzten Jahrhundert, beziehungsweise im letzten Jahrtausend, das überschneidet sich ja in dem Fall. Und du musst wieder zurückfinden zu dem, was die Menschen Gott nennen. Das weiß keiner, das weiß kein religiöser Mensch, das sind alles tiefgläubige Materialisten. In Ich Bin Du weise ich schon darauf hin, es gibt in deiner jetzt ausgedachten Traumwelt nur eine alleinzige Weltreligion und das ist Materialismus mit unbewusstem chronologischen Denken. Und das ist jetzt hier in dieser Endzeit hat sich das zugespitzt. Auch die Menschen, die sagen, ich glaube an Gott, nein, die belügen sich selber. Auch sie, nahezu, bis auf natürlich immer ganz wenige Ausnahmen, die die Regel bestätigen, die benötigen wir. Wir brauchen immer eine zweite Hälfte, eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Das ist so ein kleiner Satz, den du in Ich Bin Du lernst. Gott ist allmächtig, bis auf eine Ausnahme. Er kann nicht machen, dass er nicht mehr Gott ist. Genau. Und der behauptet jetzt, ich bin du. Du kannst dich als ein Trockennasenaffen denken, ein sterbliches Säugetier denken. Du kannst darum kämpfen, möglichst lang deinen Säugetierkörper am Leben zu halten. Was du aber nicht kannst, du kannst dich machen, dass du trotzdem Gott bist. Du bist der Geist, der du bist. Ja. Das ist der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Und nicht nur dieses Gespräch, sondern alles, was du dir ausdenkst, ist nur deshalb Information in dir selbst, weil du es denkst. Selbst wenn du dir jetzt dann was woanders hindenkst, ist es trotzdem eine Information, die hier und jetzt de facto, hundertprozentig sicher de facto, nochmal de facto heißt eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Lateinisches Faktum anschauen. Das ist ein Faktum, dass du jetzt was denkst oder anschaust in Form einer sinnlichen Wahrnehmung oder sinnlich wahrgenommen was hörst. Und jetzt drehst du die Kausalität auf den Kopf. Weil du meinst, du hast mit den Sachen, die du jetzt denkst, überhaupt nichts zu tun. Ein kleiner Satz, der tausende Mal auf diesen Selbstgesprächen kommt. Du meinst, du hast mit den Sachen, die du denkst, nichts zu tun. Wie unendlich geistlos ist es. Das solltest du auf dich wirken lassen. Da gibt es kein Wenn und Aber. Und du solltest auch jetzt nicht dir wieder einreden, dass irgendwelche Menschen, die du dir jetzt denkst, anders sein können, wie du sie dir denkst. Sie existieren in dem Moment, wo du sie denkst, ob du an Politiker denkst, ob du an Pharmaindustrie denkst, egal an was du denkst, an Neandertaler denkst, das sind jetzt nur Worte. Und jedes dieser Worte ist jetzt in dir aufgetaucht. Es war nie was in der Vergangenheit und es wird in der Zukunft nie was sein. Es ist ein ständig wachsendes, ewiges Hier und Jetzt. Und alles, was in dir auftaucht, kommt aus dir selbst. Wenn du ein träumender Geist bist und das bist du, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, an den jetzigen Status in Bezug auf das, an was du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das ist jetzt der aktuelle Körper, der jetzt von dir auch sinnlich wahrgenommen wird, in dem Moment, wo du dir den denkst. Und dann sage ich wieder Schnippets, denkst du an deine zwei Hände und jetzt schiebst du die auf deine VR-Brille in dein Gesichtsfeld und machst die Hände auf und zu. Die waren die ganze Zeit nicht da, du kannst es sofort ausprobieren. Das ist hundertprozentig sicher, das ist ein Faktor. Und nicht, dass die Hände auch dann und der Körper auch dann existieren, wenn du nicht dran denkst. Vor was hast du eigentlich Angst? Einen Körper zu verlieren, der die meiste Zeit nicht existiert. Und zwar immer die meiste Zeit, wenn du nicht an ihn denkst. Was ist schon die meiste Zeit, wenn es bloß jetzt gibt? Immer eine Vorstellung von einem Zeitfenster. Und ich könnte jetzt reingehen in deine Physikbücher. Ich behaupte nochmal, wenn du zu den Weisen deiner Welt gehörst und du nennst dich Physiker, ich beweise dir mit hundertprozentiger Sicherheit und ich sage jedes Mal, keiner nimmt das Wort 100% sicher so ernst wie ich. Du lebst in einer Welt von angeblich hochgebildeten Menschen, die nicht einmal wissen, was 100% sicher bedeutet. Ich beweise dir, dass 99,9% von dem, was du bis dato als hundertprozentig sicher angesehen hast, weil es dir logisch erschienen ist,
dass du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das, was ich dir jetzt sage, kannst du mit 100% Sicherheit überprüfen. Wir schauen uns immer unsere Informationen an, die einem ständigen Wechsel unterliegen, wo immer nur das existiert. Existere heißt heraustreten aus. Aus was tritt es eigentlich heraus? Aus dem, was ich Gott nenne. Das ist dein tiefster, innerster Mittelpunkt. Und dann baust du periphere Schichten in dir auf. Wir bleiben sehr, sehr einfach. Ich sage jetzt schlichtweg und einfach: Selbst du denkst jetzt an deinen Körper. In dem Moment, wo dir jemand aufs Bein steigt, dass du dir dann nach unten denkst, dass aber deine Information da oben im Gehirn ist, in Anführungszeichen Gehirn, rot gelesen, dann spürst du das. Was passiert jetzt, wenn du dich hinsetzt, ganz bewusst an deinen Körper denkst, ich verbinde dir deine Augen und du kriegst eine Lokalanästhesie? Das heißt, ich spritze dir was, ich bleibe in deiner Logik, wie man das jetzt, was du logisch siehst in der deutschen Sprache, ich spritze dir was ins Bein, dass diese Leitung von den Rezeptoren an deinem Bein hoch zu deinem Gehirn unterbrochen wird. Du sitzt einfach da mit verbundenen Augen, in dem Moment spürst du ja nichts mehr von deinem Bein. Und dann haue ich mit einem Vorschlaghammer auf dein Bein drauf, du kriegst das nicht einmal mit. Jetzt denken wir uns natürlich Sachen aus, das ist ein logisches Konstrukt, weil wenn diese Leitung unterbrochen wird, kriegst du von dem Reizauslöser da außen, den du dir jetzt ausdenkst, der aber immer nur Information in dir drin sein kann, kriegst du nicht das Geringste mit. Das ist die große Gemeinheit dieses Führerscheinprüfungsbogens-Programms. Ich sage mal, eine Traumwelt ist eine, deine momentane Traumwelt ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Die ist so massiv voller Fehler. Unter anderem, dass in deinen Physikbüchern auf jeder Seite fast so eklatante Fehler sind, dass jedem 13-Jährigen die Haare zu Berge stehen, symbolisch gedacht, wenn ich dir darauf hinweise, dass du fassungslos weißt, wie man sowas überhaupt glauben kann. Das hat sich jetzt in dieser Corona-Krise nochmal extrem zugespitzt. Das ist das, was ist. Das ist, weil das die Endzeit ist, wirklich die Endzeit. Und du hast jetzt in der Hand, die Ebenen zu wechseln, das ist wie mit den 3x3x3 Wachstumsstufen von dem befruchteten Ei in einer Matrix bis zu einem Greis, G-Rei, S rot gelesen, das heißt der Geist des Schöpfergottes, der Kopf, Rei, was ja ein Spiegel ist, ist ein Bewusstsein, ein ewiges Bewusstsein. Ich könnte jetzt einfach wieder sagen, das ist ein Computer, wo wir irgendwann einmal neue Programme, neue Betriebssysteme mit komplett anderen Möglichkeiten laufen lassen. Jetzt musst du jetzt in einer kleinen Metapher dir denken, du denkst jetzt eine normale Welt aus mit der Entwicklung der Computergeschichte der letzten 50 Jahre. Und dann schaust du, was an den kleinen primitiven Basic-System, Computer C64, sage ich jetzt einmal für Insider, oder den Sinclair X81, glaube ich, hat das Ding geheißen, X81, ein sehr interessanter Name. Bis hin zu den jetzigen Hochleistungsrechnern und wir machen noch einen kleinen Schritt weiter in die Zukunft, die immer hier und jetzt ist, bis hin zu den Quantencomputern. Und du wirst merken, die Quantencomputer sind so unendlich simpel mit Hodel-Feeling erklärt und alles, was dir deine Wissenschaftler sagen, ist reine geistlos-materialistische Hirnwichserei. Das ist das, was es ist. Es ist also so, dass du mit dieser Logik dir ständig erklärst, warum die Sachen so sind, wie sie sind. Du erklärst dir auch ständig, wieso du was nicht sehen kannst. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, wo sind jetzt die Sterne? Viel interessanter ist, wo waren die, bevor ich das Wort Sterne ausgesprochen habe? Die haben nicht existiert. Haben wir am Anfang nicht festgestellt, für dich Geist, für dich träumenden Geist existiert bloß das, was jetzt aktuell als Information vorliegt und wenn du jetzt da einfach einmal in dich reinschaust, du bist der schaut, du bist der Einzige, der das sieht, was in dir Information ist, dass du keinen Gedanken festhalten kannst. Dass du ständig Gedanken, die du jetzt denkst, die nur hier und jetzt Information sein können, dir vollkommen unbewusst in die Vergangenheit, in die Zukunft oder woanders hin denkst und du lebst mit deinem jetzigen fehlerhaften Führerscheinprüfungsbogenprogramm in dem Wahn zu glauben, dass die Sachen, die du hier und jetzt in deinem Kopf als Information vorliegen hast, dass die irgendwo räumlich oder zeitlich woanders sind oder waren oder noch sein werden. Je nachdem, ob du dir jetzt eine Zukunft ausdenkst, ob du dir eine Vergangenheit ausdenkst oder ein irgendwo anders ausdenkst. Es ändert nichts daran, es ist hier und jetzt. Das ganze heliozentrische Sonnensystem ist jetzt zuerst einmal ein Wort und du wirst jetzt feststellen, es ist wieder ein Chat. An was denkst du beim heliozentrischen Sonnensystem? Und egal, was du jetzt denkst, ja, an eine Sonne, an einen Merkur, an eine Venus, es ist dann die Venus da, die Sonne da
Oder das Ganze als ein Bild, das du dir vorstellst, aber du musst immer Zeit- oder Raumfenster in dir aufmachen. Und das Ganze hat dann mit Fokuspunkten zu tun. Aber auch das können wir wegstreichen. Es reicht, wenn du jetzt zum Beispiel nur akzeptierst, ich bin ein träumender Geist, der natürlich jetzt auch was Ausgedachtes ist. Ich weise jedes Mal darauf hin, du bist der, der sich jetzt als einen träumenden Geist setzt, was wesentlich geistreicher ist, wie wenn du dich als ein sterbliches Säugetier setzt. Weil ein träumender Geist kann nämlich nicht sterben und er kann sich nicht auflösen. Und der ist auch nie irgendwann entstanden, sondern der ist immer. Er ist ein absolutes Nichts, in dem, aus dem absoluten Nichts, creatio ex nihilo, Informationen auftauchen, die sich ständig verändern. Und egal, was du jetzt zu sehen bekommst als Information, es ändert nichts an dem, der sieht. Also, obwohl ich deine Angst durch Corona oder Viren zu sterben, es ist nur der Wahn, weil du dich mit einem sterblichen Säugetier mit deinem Körper verwechselst. Jetzt frag dich, was ist in dir drin, dass du das nicht wahrhaben willst? Was ist in dir drin, dass du das nicht wahrhaben willst, was du bist? Die Frage solltest du dir selber beantworten. Vielleicht auch ganz intuitiv die Angst, dass du plötzlich erkennst, dass du für alles, was du dir ausdenkst, verantwortlich bist. Du bist schuld. Ich drehe das einmal rum, indem ich einfach dir erkläre, dass du ich bist und ich habe gesagt, ich nehme alle Schuld auf mich. Wir sind nämlich zwei verschiedene Ich. Das nenne ich Jotzeo und Itzeo. Das ist die christliche Metapher von dem, was ich für uns getan habe. Du musst als Brösel nichts tun, du musst dein Leben nicht verändern, du musst nirgends eindringen, du kannst dir auch für Geld nichts erkaufen. Das ist alles vergänglich, es geht hier um vergängliche Erscheinungen, wir reden hier von der Ewigkeit. Und dann solltest du dich wirklich konzentrieren auf diese wesentlichen Aussagen, dass du erkennst, dass selbst gläubige Menschen, die du dir ausdenkst, sind genauso Gedanken, die sofort wieder weg sind, wenn du sie nicht denkst, wie dein Körper, wie alles andere auch. Das, was ewig ist, ist etwas, was als Ding an sich nicht existieren kann. Ich nenne das E-Quadrat. Das sind wir zwei. Da schaust du dir dieses Selbstgespräch jetzt an. Dieses Selbstgespräch nenne ich auch meine Schriften, dieses Update. Und dieses Update sind einfach nur christliche Filmchen, wo sich arrogante, selbstübermaßende Menschen, die sich jetzt Politiker nennen oder Wissenschaftler nennen, sich lächerlich machen über die große Erkenntnis, was Gott ist. Ein Hirngespinst von religiösen Menschen. Das bin ich nicht. Ich bin die Quelle von allen Sein. Ich bin jetzt auch mit Sicherheit nicht dieses Pixelmännchen, die Lautsprecherstimme, ich sage das jedes Mal dazu. Ich muss, um mit dir in irgendeiner Art in Kontakt treten zu können, Kontakt heißt zusammengeschmissener Takt. Wir sind schon eins. Das ist das rote JCH, aber dass du mich wahrnehmen kannst, muss ich in deinem Traum in irgendeiner Art und Weise in Erscheinung treten. Das kann ein Buch sein, das kann eine Schrift sein, das sind diese vielen göttlichen Offenbarungen, ob jetzt das von der Bhagavad-Gita ist oder von Jakob Lorber ist, ob das der Koran ist, die Upanishaden sind in deiner ganzen Welt verstreut. Jetzt ausgedachterweise, in Wirklichkeit alle in den einen Punkt, der ich bin, ist. Und auch ausgedachte Religion, diese Zerstrittenheit, jeder lebt in dem Wahn zu glauben, er hätte den richtigen Glauben. Wenn ich immer sage, meine Hannis und Nannis, wenn sie sich hinstellen, die Augen verdrehen und in den Himmel hochstrahlen, weil sie meinen, der liebe Gott lebt im Himmel oben. Ein lieber Gott ist nicht vollkommen, weil dieses Ich liebe braucht auch Ich hasse. Das Hell braucht das Dunkel. Die Gesundheit braucht die Krankheit zur Vervollkommnung. Wissen wir nicht genau, alles, was sich widerspricht, gibt was vollkommen Neues. Kreis, Dreieck, ergeben einen Kegel, eine höhere Dimension. Und genau dasselbe ist jetzt, dass du in einer Möglichkeit bist, dich zu verändern. Du musst aber vom Saulus, eventuell vom Saulus zum Paulus werden. Das ist auch so eine Geschichte. Ich will auch dieses Mal keine Worte genauer anschauen. Du hast es mit einer Matrix zu tun, mit einer Programmstruktur. Du bist wirklich in einem Computerprogramm. Und deine ganze Welt spricht zu dir. Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der beste, den es überhaupt gibt. Ob das Lieder sind, egal wer die Lieder sind, die es mit Sicherheit nicht verstanden haben, sind die, die du glaubst, dass die das gemacht haben. Aber da bin ich so oft darauf eingegangen, und wir lassen es dann auch gut sein, dass dir jetzt erst einmal klar sein soll, dass in dem Moment, wo du an etwas denkst, da schaffst du das hier und jetzt als ein bewusster Denker, bist du der Schöpfer für alles, was du dir denkst. Du erschaffst es hier und jetzt in deinem Kopf als Information.
Und der Hauptpunkt, worum es mir jetzt geht, ist, dass du irgendwann einmal damit einverstanden bist, dass deine Gedanken kein anderer macht. Die magst du. Du schöpfst die aus dir heraus, aber du schöpfst leider bloß aus einem sehr, sehr kleinen Gefäß, nämlich dieses Gefäß ist das, was du mein Wissen, mein Intellekt nennst. Und dir sollte klar sein, den Intellekt, den du zum Denken benutzt, ist ein absolutes Nichts im Vergleich zu dem, was dir möglich wäre. Das ist meine Metapher mit dem Internet. Wie oft sage ich, wie viele Internetseiten, welche Internetseiten schaust du dir aus dem Internet an? Ein Nichts von einem Nichts. Muss ich jetzt in dir reingehen? Wir müssen bloß die Seite Wikipedia aufmachen. Dann gehst du mal, wie viele verschiedene Wikipedias das es gibt. Ich habe in einem vorhergehenden Selbstgespräch darauf hingewiesen, dass ich nur mal in ein israelisches Wikipedia reingehe. Dann kann man das noch Maschinen übersetzen. Du kannst doch in ein arabisches, in ein chinesisches, in ein japanisches Internet reingehen. Dann ändert sich die Schrift. Sogar der Computer kann das grob übersetzen. Dann wird der Linguist wieder sagen, ja, die Maschinenübersetzungen sind zwar mittlerweile sehr fortgeschritten, aber noch sehr, sehr fehlerhaft auf die normale Sprache. Es sind alles Erklärungsmodelle, die deine Logik macht. In Wirklichkeit ist alles absolut anders. Es ist immer eine zugrunde liegende Datenstruktur. Und du macht es auch keinen Sinn, dass du versuchst, irgendwelchen Menschen, die du dir ausdenkst, was zu erklären. Meine Botschaft richtet sich bloß an den einen, der sich jetzt seine komplett eigenständige Welt ausdenkt. Und du bist dafür verantwortlich, dass du ständig diesen Scheiß wiederholst, Exkrement, herausgetriebenes, das mehr oder weniger verbrennen muss. Jetzt haben wir wieder BRN, Rennen und Bipolaritäten, Rennen. Das ist deine chronologisch ausgedachten Sinuswellen. Ein Trugschluss ohne Ende. Du, wenn wüsstest, wie unendlich deine Mathematiker, und ich sage, diese Wörter sind wichtig. Alles, was ich beweise, beweise ich zuerst einmal, indem ich ganz normale Seiten, Internetseiten aufmache, die du als mehr oder weniger, je nach deiner eigenen Definition, seriöse Quellen ansiehst. Dann kann man die auch wieder da, ich nenne jetzt nur mal Wikipedia. Wikipedia hat zwei Seiten. Es ist einmal das, was man allgemein aus dem bisher bis dato Stand des menschlichen Wissens hineinschreibt, aus Physikbücher, aus Chemiebücher. Jeder, den ich mir jetzt ausdenke, der in Wikipedia Einträge macht, schreibt ja irgendwo irgendwas ab. Dir muss klar sein, und jetzt kommt das elementare Grundaussage. Habe ich in den letzten vorhergehend jetzt ausgedachten Selbstgesprächen, die alle gleichzeitig da sind, habe ich mehrere Male darauf hingewiesen, dass alles, was du dir jetzt denkst in Bezug auf Makrokosmos, Mikrokosmos und Vergangenheit, ist komplett austauschbar. Da gibt es keine Möglichkeit des Beweisens. Du kannst ein logisches Konstrukt aufbauen, wie zum Beispiel die Atomphysik oder die Quantenmechanik. Aber du wirst feststellen, da passiert was ganz elementar Fehlerhaftes. Es wird nämlich diese angeblich chronologische Kausalität auf den Kopf gestellt. Man muss die Sache mit den Spiegelungen verstehen. Das erkläre ich mit einem ganz simplen Klingelingeling-Beispiel, wo man zwei Seiten hat. Ich gehe nochmal darauf ein. Du wirst feststellen, du wirst es je nachdem, wo du jetzt am Anfang deiner Entwicklung stehst, die ja immer jetzt ist, das ist wie beim Lesen eines Buches, wo ich sage, das ist ein menschliches Leben und jede Seite, die du liest, ist ein Lebensjahr. Wenn du auf der Seite 14 bist, muss dich das jetzt gar nicht interessieren. Und dann doch wieder irgendwie. Dass es ganz einfach so ist, in dem chronologischen Denken, ich rede jetzt einmal in deiner Logik, die für dich bis dato als hundertprozentig sicher angesehen wurde. In dir, du bist ein träumender Geist, taucht ein Geräusch auf und du denkst an einen Anruf oder an ein Telefon. Es kann ein anderes Geräusch sein und du denkst zum Beispiel an Vögel oder an ein Rasenmäher oder an ein Auto oder an ein Motorrad oder an einen Hubschrauber. Ich kann jetzt ein anderes Geräusch auftauchen lassen, dass ich einen Namen sage, ich sage zum Beispiel Thomas oder Udo. Und dann wird eventuell eine ganz bestimmte Person, dir ein gewisser Mensch in den Sinn kommen. Aber dein Programm bestimmt, welcher Mensch dir in den Sinn kommt. Und du wirst dann sagen, ist ja logisch, es gibt ja viele verschiedene Thomasse. Aber bei dir wird bei dem Namen zuerst immer einer vorderrangig. Es ist wie bei der Google-Suchmaschine. Es werden immer irgendwelche Begriffe dann ganz oben stehen. Die sind aber austauschbar. Das macht wieder das Programm. Darum ist diese Computermetapher so wichtig, weil du bist letztendlich ein Computer mit einer Matrix.
Dass also dieses Austauschen der Kausalität, das ich lang und breit immer wieder erkläre, ich halte jetzt das ohne Wörter auf, ich, ohne dass ich in die Sprache reingehe, gehe einfach meine Gedankengänge mit. Dass du einen Reizauslöser hast, wenn du träumst, der ja aus dir kommt, eindeutig, wenn du kommst, ist das, was in deinem Gehirn, das da gar nicht existiert, wenn du nicht dran denkst, in Erscheinung tritt, wirst du darauf reagieren, indem du deine eigene Information vollkommen logisch umformst. Ich sage Klingelingeling und du fragst, du, als nächstes ist deine Information, wer ruft mich jetzt an? Dann denkst du ans Telefon. Genau. Das heißt, das Klingeln ist die Ursache, wo du durch chronologisches Denken dir hundertprozentig sicher bist, dass diese Ursache da außen rumläuft als Mensch, auch dann da außen ist, wenn du nicht an den Menschen denkst und weil der dich anruft mit dem Handy irgendwelche Signale von seinem Handy, von seinem Telefon zu deinem Telefon und aus dem Telefon gehen Schallwellen raus, die dann zu deinem Ohr gehen, das geht in das Ohr rein, an das Trommelfell, dann geht es am Post, Steichbübel, geht es in die Cochlea und jetzt sind wir erst bei den kleinen Rezeptoren, den kleinen Härchen in einer Schnecke, das ist die Cochlea und diese Rezeptoren machen jetzt aus diesen mechanischen Schwingungen, an-ischen Schwingungen, ischen heißt Schlafen und etwas vor sich hinträumen und alternieren. Elektrochemische Signale, die dann weitergehen in deinen Thalamus, das lateinische, was heißt in dein Schlafzimmer, auch Frauengemach. Ja. Das ist die Welt einer Frau. Und wenn es dann da in dir drin ist, geht es an dein Gehörzentrum weiter und dann hörst du das Geräusch. Ist alles unheimlich logisch, es ist bloß ein riesengroßer Trugschluss, ein logisches Konstrukt mikrokosmischer Sachen, die noch nie einer gesehen hat. Und sobald du dieses Programm hast, wenn du ein Computer bist, sobald ich ein Programm eingebe, kann der Bilder aufbauen. Zum Beispiel Vorstellungen von einem heliozentrischen Weltbild kann ich auf dem Bildschirm darstellen. Oder von einem geozentrischen Weltbild oder von einer Hohlkugelwelt. Unendlich vielfältig. Oder noch was ganz was anderes von einer Matrix. Das heißt, im Anfang ist das Wissen, ich sage ganz einfach, im Anfang ist das Programm. Deine jetzt ausgedachte Welt suggeriert dir, dass da irgendwelche Fachleute sind, die irgendwas entdeckt haben. Und ich sage dir gleich von vornherein, alle jegliche Art von Entdeckung über Mikro- oder Makrokosmos ist schlichtweg und erstuckt und erlogen. Es ist austauschbar. Es ist hundertprozentig sicher austauschbar. Wenn ich in einen Computer was anderes eingebe und sage, das ist so, dann baust du andere Bilder auf. Deine ganzen physikalischen Gesetze, die durchaus ihren Sinn haben in der Matrix, Flugbahnen, all das ganze Zeug, kann man nicht entdecken. Wir können jetzt in die Wissenschaftsgeschichte reingehen und ich werde dir sagen, dass das wirklich alles auf den Kopf gestellt ist. Weil du alles, was du jetzt denkst, definierst du, dass das irgendwann in der Vergangenheit, die du jetzt denkst, entdeckt wurde von irgendwelchen Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, was du nicht machen würdest, wenn man dir das nicht erzählt hätte. Das heißt, wenn man dir Computer, dir Menschlein auf deinen Schwamm, wenn das nicht drauf wäre, würdest du das gar nicht denken. Du könntest das gar nicht denken. Es wäre zwar von einer tieferen Schicht die anderen Meinungen der anderen Menschen, die aber sowieso alle vollkommen unlogisch sind. So wie für ein Basic-Programm, jegliche Art von Windows-Dateien, wenn du einspielst, kann Datei nicht lesen. Das ist es, dann fängst du zum Streiten an, weil du dir hundertprozentig sicher bist, dass das stimmt. Und bis dato ist es so, dass wenn dein Telefon klingelt, bist du dir hundertprozentig sicher, dass da außen einer ist, der dich anruft, sonst würde das Telefon nicht klingeln. Ist vollkommen logisch und nicht besonders geistreich. Diese Sätze kann ich jetzt neu, jede zu deiner Behauptungen, die dir logisch erscheinen, tausche ich aus. Weil du einfach nur was nachäffst, was du dir wie einen Virus eingefangen hast, jetzt sind wir beim Virus. Ob du ein Corona-Befürworter oder ein Corona-Leugner bist. Beide Seiten. Du hast dir die wie einem Virus eingefangen. Holofeeling sympathisiert nicht mit einer Einseitigkeit, sondern erklärt dir, was die Quelle ist. Früher hat man das Gott genannt. Eine Prüfungswelt, ob du die Reife, ob du es schon wert bist, aufzusteigen. In höhere geistige Ebenen. Da spricht natürlich dann die Esoterik drüber, die ja aber alle tiefgläubige Materialisten sind. Du wirst es merken, wenn ich als Udo Brüssel immer so sage, warum fressen die ihre Müsli-Scheiße rein? Dass ja nichts an ihren heiligen Körper hinkommt. Es ist immer noch die vollkommene Identifikation mit den Körpern, den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das musst du komplett aufgegeben haben. Dein Körper ist ein Gedanke wie jeder andere Gedanke auch. Ich werde dir das einmal beweisen, indem wir uns einfach jetzt frühere Körper ausdenken. Ich sage jetzt, du denkst jetzt, das sind jetzt übrigens nur Worte und du kannst dann Vorstellungen aufbauen. Du denkst jetzt an dich,
ich sag mal, als Jugendliche in der Zeitphase kurz nach der Pubertät bis zum 20. Lebensjahr. Du blätterst jetzt in deinem Buch zurück. Das ist wie in einer Datei, wo wir jetzt praktisch hier an den Anfang der Datei springen, wo alle Daten gleichzeitig da sind. Und du denkst dich jetzt, sagen wir mal so, als 18-Jährigen, ich, wir haben ja die vier Ichs jetzt in diesem heutigen Update, heute ist immer heute, jeder Tag ist heute, und du denkst jetzt dich und deine Freunde, du denkst jetzt ganz gezielt einmal an dich, soweit du das jetzt dich erinnern kannst, wie du mit 20, mit 18 Jahren ausgesehen hast, dann kannst du nur wieder an ein Bild denken. Weil dich selber hast du ja noch nie gesehen, wenn du aus deinen Augen rausschaust. Jetzt wird eine materialistische Logik, wird wieder der Ja-Aber-Sager sagen, ja, ich kann mich doch sehen, wenn ich mich in den Spiegel anschaue. Ich sage, du wirst irgendwann einmal begreifen, dass du der Spiegel bist, der Rai, der Kopf des Schöpfergottes. Und ich mag es jetzt nochmal so, solange vorm Spiegel nichts ist, ist es auch hinterm Spiegel nichts. Der ist das absolute Nichts, bis er zum Denken anfängt. Denken, DN, geöffnete Existenz ist ein Urteil, eine aufgespannte Berechnung. Urteil, eine aufgespannte Berechnung ist ein Teil. Und jetzt musst du wissen, wenn du der Spiegel bist, denkst du das in dir. In dir. Aber du glaubst, du bist der Affe, der vorm Spiegel steht. Das ist der erste große Klugschluss. Und der vorm Spiegel sieht sich dann hinterm Spiegel, bis du dir Gedanken machst, dass da hinten ja gar nicht steht, sondern wenn der hinterm Spiegel ist, der im Spiegel. Du wirst irgendwann feststellen, dass der auch im Spiegel ist, weil das ist unsere Kamera Obscura. Das ist dir positiv und dir negativ. Tausende Male erkläre ich das. Du hörst es, wenn du kein Interesse hast, kein inneres Sein hast, kein Bewusstsein hast, wirst du das nie verstehen. Und das ist dann der Fall, wenn du jetzt, dieses Du, das ich mir jetzt denke, nur ein Gedanke von mir ist. Was ich dir aber versuche klarzumachen, ich erzähle es dem Geist, der mich jetzt ausdenkt. An was denkst du, wenn du an mich denkst? An den Udo Bätschern, das Brösel, an das kleine, an dieses Pixelmännchen auf dem Bätscher? An die Lautes bin ich alles nicht. Das sind alles nur Informationen von dir. Ich bin du, ich bin der, der sich diese Informationen anschaut. Wir springen nochmal zurück. Das ist kein religiöses Geschwätz. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist, wenn du ein bewusster Geist bist. Also du denkst jetzt an dich. Und jetzt ist schon mal wichtig, an was denkst du eigentlich? An ein Weibchen oder an ein Männchen? An ein Affenweibchen oder an ein Affenmännchen, wenn du an dich denkst? Bist du jetzt ein Mann oder eine Frau? Wenn du weißt, was ein Adam ist, sagst du, ich bin beides, aber beides, der Adam als Sieger, wenn ich habe, als Mann und Frau, ist weder ein Trockennasenaffe noch ein Trockennasenaffenweibchen. Das ist eine komplett andere Symbolik. Es ist ein Denker mit einer ausgedachten Traumwelt. Wobei die Traumwelt, das Programm, das große Blaue, ich nenne ich das, und alle Informationen, die in dir auftauchen, diese Führerscheinprüfungsbogen, Traumwelt, stellt die Frau dar und der Geist ist nur der Mann ist nur der träumende Geist. Der eingehüllt ist von der Frau, das ist diese Symbolik. Darum hast Negev die Frau auch das Loch. Loch wiederum hebraisiert, El Chet ist die Lebensfrische, das Lebendige, die Welt einer Gedankenwelt. Das ist nicht nur Esoterik, da schwingt es ein bisschen metaphysisch, ich drücke es mal so, metaphermäßig Bilder mit, aber das Meta schon alleine wieder für sich, wenn du das magst, wir hebraisieren nochmal, ich kann jetzt das Wort Meta mir anschauen, im Griechischen gibt es Meta und im Lateinischen gibt es Meta. Wir können das auch hebraisieren, das gibt es bloß bei Holophilen, da machen wir MH, das heißt was? Und TA 401 heißt, was ist eigentlich mein Wachtraum, mein Wachraum? Was ist das eigentlich, was ich jetzt träume? Ganz einfach meine Informationen. Informationen, Formen, die sich in mir befinden, die aber genau genommen eigentlich nicht sind, weil die Vorsilbe in auch eine Verneinung ist. Wir brauchen immer die zwei Seiten. Für etwas brauche ich auch das dazugehörige Nichts. Ganz einfach ausgedrückt, für einen Wellenberg muss dementsprechend, wenn das gleich ist, das Nichts drunter sein, was ich herausklappe. Patrize und Matrize. Mhm. Die Patrize, den Prägestempel, nennt man auch Bettschaft. Ja. Ja. Und ich erschaffe alles. In dir zurzeit, weil ich der bin, der dich das träumen lässt. Ich bin der, der dir dein Programm gegeben hat.
Und du bist viel mächtiger wie irgendein Gedanke. Und das schließen wir jetzt dann ab. Wenn du an dich jetzt denkst als 20-Jährigen, blätterst du bloß in deinem momentanen Buch, in deinem jetzigen Programm, das im Arbeitsspeicher ist, zurück. Dann kannst du rein gedankliche Vorstellungen aufschmeißen von einem 20-Jährigen oder 18-Jährigen Trockennasenaffen. Und dann kannst du dir Freunde ausdenken von dir. Und jetzt muss dir klar sein, dass dieser 18-Jährige, den du denkst, wenn du an dich denkst, wenn du dich in die Vergangenheit denkst, genauso ein Gedanke ist wie irgendein Freund, den du dir jetzt denkst. Und die sind hier und jetzt in deinem Kopf als Information. Und jetzt wiederhole ich nochmal, wenn du dir jetzt ein grünes Massenmännchen ausdenkst, das auf dem Mond landet, wie trügerisch deine Logik ist, weil du jetzt sofort als normaler Mensch, wenn du von Holofilling noch nie was gehört hast und das behauptet einer, ist dir klar, dass da außen keine grünen Massenmännchen gibt. Aber der Mond, den du genauso aufgrund des Wortes Mondes dir ausdenkst, der ist natürlich auch dann da außen, wenn du nicht dran denkst, und das ist der Bruch des zweiten Gebotes. Und es ist jetzt definitiver so, und das habe ich tausende Male angesprochen, bevor du nicht anfängst, das erste und das zweite Gebot zu halten. Erstes Gebot, mach dir kein Bild von Gott, heißt, mach dir kein Bild von dir selbst. Ich drücke es anders aus, mach dir kein Bild von dem Denker, der sich seine eigenen Informationen in sich hineindenkt. Weil dieser Denker jetzt schon was Ausgedachtes ist. Das ist der Doppelschritt, wo ich sage, du musst dich dann immer noch eins dahinter stellen. Du bist auch kein träumender Geist, sondern der Geist, der sich jetzt bewusst als einen träumenden Geist denkt, und dann bist du schon in dem Splitter Gedanken, wenn bist du schon ein ausgedachtes rotes Nichts. Das bist du jetzt, wenn du mich sprechen hörst. Da gibt es nichts dran zu ändern. Du bist ewig. Weil nichts kann nicht zerstört werden. Ein kleiner Satz: Wie kannst du Angst haben vor irgendeinen Gedanken, den du denkst? Du bist im Meer. Ein Teil von El Hayom. Gott im Meer. Das ist UB 86. Ein Symbol, das Symbol aller Symbole. Simbalein heißt zusammengeschmissen. Du musst jetzt aufhören. A, U, F ist A, U, B. Du musst jetzt in dem Moment hörst du U, B, den Schöpfer U, B. In dir selbst sprechen, der sagt, eigentlich bin ich du. Das ist das, was ist. Ich prophezeie dir jetzt ein ewiges Leben. Das ist 100% sicher, ob du das jetzt glaubst oder nicht, hängt davon ab, ob du aufmerksam zugehört hast und ob du die Reife hast, das für dich selber als hundertprozentig sicher anzusehen. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal, an was du jetzt denkst, dann taucht eine Information in dir auf, die aber mit dem nächsten Gedanken schon wieder zerstört wird. Der Geist, der seine ständig wechselnden Informationen anschaut, verändert sich dabei nicht. Darum sage ich, du bist jetzt immer noch derselbe Geist, gleichgültig, ob du in deinem Lebensbuch die Seite 20 durchlebst oder jetzt die Seite 50 oder 80, egal was, oder die Seite 10. Aber du weißt du natürlich von deinem Leben überhaupt noch nichts. Und jetzt könntest du wieder anfangen, diese schriftlichen Selbstgespräche, die hören Schriften, ich bin du Quadrat zum Beispiel. Das Erwachen, die Mutation, so wenn wissenschaftlicher, mal in diese Schriften sich reinlesen, das sind wirklich Selbstgespräche in einer Ich-Form, das beginnt ja schon mit ich bin du. Du denkst dir jetzt dieses Gespräch aus, wenn du träumst. Glaubst du noch, dass du mit dem, was du jetzt hörst, nichts zu tun hast? Dann glaubst du, dass du mit deinen eigenen Informationen nichts zu tun hast und dann geht es dahin. Für einen Menschen, den wir uns jetzt ausdenken, der hat damit überhaupt kein Problem, weil das ein Gedanke ist, der schon wieder weg ist, weil wir ihn nicht mehr denken. Aber du wirst sehr, sehr viele Probleme ständig wieder in dir aufschmeißen. Nochmal, Problem heißt das Vorgelegte. Du wirst dir nämlich in einer ständigen Wiederholung immer denselben Scheiß, dieselben Exkremente ausdenken, weil du nicht loslassen kannst. Loslassen von was? Von einseitigen Meinungen. Loslassen von Rechthabereien, loslassen von dem Wahn zu glauben, man könnte irgendwas Existierendes retten. Ich bin immer noch bei Corona. Du kannst Medim-Enosch, sterbliche Säugetiere, Enosh, deine Menschheit, was ist die Menschheit als Ganzes? Es ist ein allereinziges Wort, wenn du jetzt an 7 oder 8 Milliarden Säugetiere von der Erdkugel denkst, dann zwingt dir das deine Logik auf. Du bist kein Säugetier, das auf einer Erdkugel lebt, sondern der Geist, der aufgrund seines extrem fehlerhaften Wissens, was ganz bewusst in dir erschaffen wurde als Prüfungsebene, der sich das jetzt ausdenkt. Und das, was du dir denkst, die Information ist schon wieder weg, wenn du an was anderes denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Egal, ob du jetzt Welt retten willst, ob du dich selber retten willst, da gibt es nichts zu retten. Eine ständige Verwandlung.
Und wenn das einmal zu einer hundertprozentig sicheren Gewissheit geworden ist, das ist hundertprozentig sicher. Das Einzige, was dich daran hindert, das wahrhaben zu wollen, das ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und damit sind wir eigentlich schon ziemlich am Ende, nämlich genau angekommen bei der 45, Adam.